Fridays for Future Köln hat auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht von Ende Gelände ein Video: Marktwirtschaft zerstören. Ja, und das, ja, und ich fürchte, die Ende Gelände denken dabei an so Leute wie Marx. Vergesst den. Seine Analyse ist völlig falsch und sie unterschätzt die Schädlichkeit und die Gefährlichkeit des Kapitalismus beziehungsweise der sozialen Marktwirtschaft bei weitem. Also hier, das ist Schrottliteratur. Das ist überholt. Das habe ich als junger Mensch auch in diese Richtung als marxistischer Sozialpsychologe auch so gedacht, in solche Richtungen, aber irgendwie immer geahnt, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass es viel schwieriger ist und viel schwieriger sein wird, den Kapitalismus zu beenden. Also vergessen wir den Herrn Marx und sozusagen hier dieses Gebäude, hier Frankfurt, der Kapitalismus, der Finanzkapitalismus, das ist alles viel fester im Sattel, den könnt ihr nicht zerstören, den muss man gekonnt beenden, den Kapitalismus, und das könnt ihr nicht. Ja? Also hier dieses naive so zertreten und zerstören, vergesst diese Idee. Als allererstes den Kapitalismus also richtig beenden können nur die zweiten Scientists for Future 2. Und hier Ende Gelände und Fridays for Future. Ihr müsst euren ersten Grundfehler, ihr müsst erst einmal erkennen, dass ihr Gehirnwäschen von Ideologen hinter euch habt. Ihr seid gehirngewaschen, sozusagen. Ihr seid in eine Sekte hinein manipuliert worden. Eine abergläubische, antinaturwissenschaftliche Sekte, aufgrund derer ihr in einen Größenwahnsinn verfallen seid. Sozusagen, ihr denkt, Ende Gelände und so weiter, Extinction Rebellion, denken, sie könnten diese soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus beenden, obwohl das in Wirklichkeit nur kompetente Leute können. Ja, also dieser Größenwahnsinn, erst einmal hier, dass ihr von dieser Ideologie so manipuliert worden seid und bewerten konnte, zeigt, dass ihr nicht zu den Intelligentesten der Erde gehört. Denn jeder, auch ich als marxistischer Sozialpsychologe, habe im Hintergrund immer geahnt, dass die marxischen Gedanken und so, dass da Fehler drin sind und dass das alles nicht taugt, ja? Und kein Weg ist. Ja? Und deswegen, also wer wirklich zu den ganz Intelligenten und Gebildeten gehört, der glaubt nicht wirklich tiefer an diese ganze Ideologie und an das Zerstören der Marktwirtschaft. Wir müssen sie beenden, aber nicht zerstören. Zerstören heißt Gewalt und Aggression und so weiter, und das ist völliger Unsinn. Ja, und hier, also eure Intelligenz liegt allenfalls allerhöchstens, ja, ihr seid wahrscheinlich keine Spitzengymnasiasten, sondern allerhöchstens liegt eure Intelligenz hier. Aber euer Bildungsniveau liegt hier. Das heißt also, das Bildungsniveau erst im Laufe, wenn ihr Spitzenwissenschaft macht und studiert, wenn ihr studiert und dann Doktoren werdet und Professoren, dann klettert euer Bildungsniveau so allmählich von hier nach hier, nach hier und hier und kann dann auch hier enden, ja, und so weiter und das erreichen. Aber euer Bildungsniveau ist jetzt hier. Das heißt, ihr seid völlig unwissend und inkompetent und habt Gehirnwäschen von einer Sekte, einer Linksaußensekte, einer hinter euch, die euch nichts anderes gebracht hat als Aberglaube. Und wenn ihr erstmal jetzt diese Illusion
aufgibt, dass man einfach ohne was gelernt zu haben alles könne und dass man, dass alle Menschen gleich intelligent seien und dass ihr zu den intelligentesten gehört, das ist antinaturwissenschaftlicher Aberglaube, das ist Sektierertum, das ist Ideologie. Ihr müsst also als erstes diese Ideologie aufgeben und erkennen, ihr müsst euch an die Leute richten, die vom Bildungsniveau und von der Intelligenz hier ganz oben sind und die es können, den Kapitalismus zu beenden. Und das, dazu müsst ihr sozusagen euch an solche Leute wenden. Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Wallace, Darwin und jetzt eben die zweiten Scientists for Future 2, die das als einzige können, ja, die das können, was ihr nicht könnt und auch niemals können werdet. Zum Beispiel die junge Dame in ihrem Video redet dann am Ende davon, ja, das müssen wir diskutieren, wir müssen diskutieren. Das ist, wenn wir 1000 inkompetente Leute mit einem Intelligenz- und Bildungslevel, also dem Bildungslevel hier, da könnt ihr 10.000 zusammensetzen und die werden immer nur Mist produzieren. Ja? Und da wird keine vernünftige Idee für ein neues System rauskommen, sondern Schrott. Ne? Und wenn ihr mit eurem Intelligenzlevel euch zusammensetzt und zusammen mit dem Bildungslevel, da kommt nur Unfug raus. Ihr müsst euch mit denen zusammensetzen, mit den besten Denkern der Erde, von denen braucht das nur zu übernehmen. Ihr braucht nur die Inhalte der zweiten Scientists for Future 2 hier, 330 Videos bald zu studieren und die Homepage. Dann müsst ihr mit den Professoren diskutieren, dass die euch eure sektiererischen Aberglauben austreiben, diese gefährliche linksradikale Sekte, die sich in eure Köpfe eingeflossen hat. Das müsst ihr raustreiben, ja? Ihr müsst erstmal friedlich werden und pazifistisch und euch jeglicher Gewalt und jeglicher Straftaten abschwören, erstmal Menschen werden, um dann können wir dieses Teufelsding Kapitalismus beenden. Ja? Aber nicht zerstören, hier nichts treten, nichts Gewalt. Pazifistisch geht, ist der Weg. Ja? So, und wie gesagt, ich deute es nur ganz kurz an. Marx hat sich völlig geirrt, also der Kapitalismus ist viel gefährlicher, als er dachte. Er hat nicht erkannt hier, dass wenn ein Händler im Rahmen des kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Evolutionsprozesses Ideen entwickelt, die quasi alle Menschen dazu manipulieren, ein unglückliches, konsumsüchtiges Leben zu führen, ein glücksreduziertes und glückseingeschränktes, körperfeindliches Leben zu führen, dann verdient er richtig gut, kann viele Kinder ernähren und kann eine ganze Handelsdynastie begründen. Wenn aber ein Händler bei der Wahrheit bleibt und den Menschen viel Spaß wünscht bei Körperkontakt, bei glücklichem Leben, bei glücklichem, gesunden Leben, dann kann er praktisch fast nichts verkaufen, weil er dann ja auch keinen Billigschrott verkaufen kann, den Leuten andrehen kann und die Leute werden nicht konsumsüchtig, kaufen nicht viel, er kann immer nur ein Kind ernähren und irgendwann macht das hier nach 3 Generationen, macht auf diesem Bild das Kind den Laden zu, stirbt also als Händler und als Kapitalist und als Marktwirtschaftler aus. Und und überleben tun die unser Leben zerstören. Die Marktwirtschaft ist also 1000-mal gefährlicher, als Marx dachte. Also jetzt weiter studieren auf die 300 Videos der zweiten Scientists for Future 2. Ja, und dann, was ist noch dazu gekommen? Ja, Volkmaßen, der Kapitalismus erzeugt lauter Geisteskranke, ja, ist doch erstens diese krankmachenden Lebensmittel, die so viel Profit bringen in der Marktwirtschaft, das zerstört auch, beschädigt unser Gehirn und deswegen haben wir so Geisteskranke wie den Hanauer und wir haben so Geisteskranke wie den Volkmaßen, der einfach mit dem Auto in die Karnevalsmenge rast, um möglichst viele Leute zu töten. Das ist ja eigentlich ein Wunder,
Wunder, dass der nicht 50 Leute getötet hat. Ne? Das ist mir eigentlich ein Rätsel, wie er mit Vollgas die Leute nicht töten konnte. Ne? Das ist aber der Kapitalismus. Die soziale Marktwirtschaft erzeugt einsame, unglückliche Menschen, die zu erweiterten Selbstmorden neigen und Geisteskranke, weil die Gehirnstörungen haben durch Alkohol, durch Drogen, durch Medikamente, durch ungesunde Dinge, durch Pizza, die ganz normalen kapitalistischen Lebensmittel erzeugen Geisteskrankheit, erzeugen Psychosen, das sind Hirnfunktionsstörungen, ja, ja, dann weiter, zum Beispiel der Kapitalismus. Es ist halt gerade kam eine Studie, dass Deutschland bei der Bekämpfung des Tabakkonsums absolutes Schlusslicht sei. Ja? Seit 50 Jahren kämpfen wir im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft gegen die Tabakvergiftung und die Krebserzeugung durch Tabak und so weiter. Und das Ergebnis ist nahe Null, denn der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft ist immer stärker. Also müssen wir diese soziale Marktwirtschaft beenden, um diese Probleme lösen zu können. Ja? Und dann übrigens in Hamburg ist die FDP raus, ja, und die AfD bei 5,3% gelandet am Ende. Also die FDP hat die Quittung dafür gekriegt, dass sie eben Spielchen in Thüringen gespielt haben. Gut, so viel dazu. Also, liebe Fridays for Future, liebe Ende Gelände, verabschiedet euch von eurem Größenwahnsinn, von dieser Ideologie, die euch alle verrückt gemacht hat. Verabschiedet euch von dem verrückten Karl Marx, von diesem unrealistischen Ideologen, der die Gefährlichkeit des Kapitalismus gar nicht erkannt hat das in Wirklichkeit verharmlost hat und das alles auf ein Problem und sozusagen so eine Verschwörungstheorie entwickelt hat von den bösen Reichen und von den bösen Kapitalisten, die Mehrwert abschöpfen und ausbeuten und so weiter. Völliger Quatsch. Der Kapitalismus ist viel schlimmer und viel gefährlicher. Er zerstört Lebensqualität auch aller Milliardäre. Er zerstört Gesundheit, Lebensqualität aller Menschen und aller Milliardäre und er zerstört das und das ist auch unsere einzige Chance, wenn der Kapitalismus gut wäre für die Bonzen, ja, dann könnten wir sie ja nicht überzeugen davon, ihn zu beenden und ohne dass sie mitziehen, werden wir es gar nicht schaffen, denn schreit doch mal Revolution und so weiter, dann werdet ihr merken, dass niemand mit euch kommt und niemand mit euch außer ein paar Verrückten niemand irgendwelche Angriffe auf die Reichen tätigen wird. Und wenn er das versuchen würde, dann würde er einfach abgeknallt und zusammengeschossen. Das ist völliger Blödsinn. Ja, also das heißt von daher hier, vergesst diese Verrückten und befreit euch von dieser Sekte und erkennt als Wichtigstes, dass ihr im Bildungslevel zum alleruntersten Level der Gesellschaft gehört, ja, und dass ihr von der Intelligenz vielleicht hierhin gehört, aber das reicht nicht, ihr müsst ja auch noch wenigstens den Bildungslevel hier haben. Wenn ihr euch richtig anstrengt bei eurer schlechten Allgemeinbildung und dass ihr von dieser Sekte, der linksradikalen Sekte, infiziert seid und verdorben seid, davon müsst ihr euch befreien und dann könnt ihr verstehen, was die besten Professoren der Erde von den zweiten Scientists for Future 2 für einen Weg zur Beendigung der sozialen Marktwirtschaft haben. Ja, so tschüssi und tschüss Karl Marx.